Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Uncharted Among Thieves. Ja, tatsächlich geht's weiter mit dem zweiten Teil. Genau, unter Dieben heißt es, unter Räubern, aber mehr unter Dieben. Ja, den ersten Teil hatten wir ja schon gesehen, wo Nathan Drake im Dschungel unterwegs war und dort in genau, gegen die Bösen gekämpft hat und eben diesen Sarkophag gefunden hat mit der Leiche drin, wo ein Fluch drauf war, mit der Mumie drin, wo der Fluch drauf liegt. Und wenn sich die Story nochmal genau angucken möchte, weil ja so viele wunderschöne Szenerien dabei waren, kann das gerne tun, auf meinem Kanal sich den ersten Teil angucken. Den zweiten Teil, den spielen wir hier an, wobei ich uns noch ganz kurz sagen möchte, der erste Teil ist auf Englisch, also auf der Originalsprache sozusagen, mit deutschen Untertitel und meinem Kommentar dazu. War einer meiner ersten Let's Plays wieder seit langem, wo ich auch kommentiert habe, genau, das für ein Let's Play. Und jetzt haben wir das erste Kapitel abgeschlossen von Uncharted, jetzt kommt das zweite. Und hier sind wir nicht mehr im Dschungel, auch wenn es hier in erster Linie so aussieht. Hier werden wir, soweit ich glaube, ich weiß, in Nepal unterwegs sein. Aber das werden wir gleich nochmal genauer sehen. Und allein an der Musik hören wir schon, dass es sich hierbei um den asiatischen Raum handelt. Sehr, sehr schön. In den Optionen war ich schon drin. Hier diesmal haben wir die Anzeige, alles auf Deutsch. Und natürlich den Untertitel auf Deutsch, weil das war extra so. Diesmal angeben Sprachausgabe auf Deutsch. Diesmal ist alles auf Deutsch, damit wir alle direkt ansprechen können. Weil wenn mein Kommentar auf Deutsch ist, dann sollte das auch alles auf Deutsch sein. Ich meine, das macht ja Sinn. Jetzt geht's los mit dem zweiten Teil. Fortlaufender Speedrun. Oh, das muss ich mal testen, aber das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich gehe auf die Kampagne. Und spiele natürlich auf normal, weil ich glaube, ich spiele mal auf normal, so wie es eigentlich sein soll. Dann müssen wir das jetzt auch noch speichern. Und es geht los. Das ist mein Blut. Mein Blut, verdammt viel von meinem Blut. Oh Gott! Ui, eine Bahnfahrt mit Folgen, felsenfest, Kapitel 1. Wie ist denn der Herr jetzt da hochgekommen, da runtergekommen? Hat die ganze Zeit geschlafen und das nicht gemerkt? Müssen wir jetzt hier hochkommen? Okay. Was muss er denn jetzt machen? Ich will da hoch. Ihm scheint es ja dazu gefallen. Moment. Wow. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ach so, okay. Wow, was für eine Grafik.
Aua. Wahrscheinlich hier rein. Boah. Mein lieber Mann. Er hat den schwierigsten. Boah, geil. Das ist ja richtig gut gemacht hier. Ja. Oh Gott. Alter Schwede, das ist ja richtig Hammer gemacht. Daran kann ich mich gar nicht so erinnern. Okay, jetzt müssen wir hier nur noch hochkommen. Also der Zug macht nicht mehr lange. Und hoch hier. Und rüber, komm. Alter Schwede, spannend, das ist sehr, sehr aufregend. Der Arme, der blutet doch vollkommen. Ich frage schon, was jetzt kommt. War das nur ein Traum? Ja. Ganz allein, Seemann? Harry Flynn? Hey! Was zur Hölle machst du denn hier? Ich hab dich gesucht, Mann. Oh oh. Sollte ich mich freuen oder lieber nicht? Von beiden ein bisschen. Komm her. Ich habe einen Job für uns. Ach ja? Ein Kunde will uns ein kleines Vermögen teilen, wenn wir ihm ein ganz bestimmtes Objekt beschaffen. Und weiter? Tja, und jetzt kommt der Haken. Oh nein. Du bist ja verrückt. Ja, lass mich aus. Wir beide kennen zwei Typen, die beim Einbruch ins Museum draufgegangen sind. Und einen, der es geschafft hat. Gerade so. Ich schaff das nicht ohne dich. Du bist der Einzige, der da reingekommen ist und weiß, dass man zwei für den Job braucht. Nein, nein, nein. Drei braucht man. Ja. Und wo wir gerade vom Teufel sprechen? Chloe Fraser. Nate Drake. Nathan Drake. Hallo, Harry. Chloe ist einer der besten Fahrer in dem Geschäft. Das kannst du mir glauben. Bestimmt. Pass auf. Ich habe alles geplant. Rein durch die Kanalisation. Kann's kaum erwarten. So kommen wir in den Hof und von da klettern wir dann die Mauer rauf, überqueren das Dach und lassen uns in die Ausstellungshalle runter. Und bingo. Und wozu der ganze Aufwand, fragst du dich sicher? Tu ich nicht, aber nur zu. Das ist es? Eine Öllampe? Ja. Die ist wertlos. Was soll das? Haben wir uns auch gefragt. Genau deswegen sind wir hier. Tja, ihr arbeitet wohl für einen Spinner.
Einem Sammler mit einfach zu viel Zeit und zu viel Geld. Und ganz nebenbei erwähnt, das ist es nicht wert. Jetzt wart doch. Wie steht's denn so mit deinem Schullatein, Nate? Woher hast du das? Ausgeliehen. Von dem Spinner, der zu viel Geld hat. In Trabesund wurden wir von Dieben überrascht. Vater, Maffeo und mir wurden die Schätze gestohlen. Das Schriftstück ist von Marco Polo. Ja, so weit waren wir auch schon. Stell dir vor. Dummerweise ist der Rest davon Unsinn. Hey, Moment. Damit sie niemals in falsche Hände falle, verbarg ich meine Sorge am unwahrscheinlichsten Ort. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Sag ich doch, totaler Blödsinn. Er meint die verschollene Flotte, verstehst du? Ja. Hallo, klärt mich bitte jemand auf? Marco Polo verlässt China. Mit 600 Passagieren und 14 Schiffen. Voller Schätze von Kublai Khan. Und anderthalb Jahre später erreicht er Persien. Mit nur noch einem Schiff. Und nur 18 Passagieren. Und dabei hat er jeden einzelnen Schritt seiner Reise notiert. Nur nichts über die Schiffe und die Passagiere. Also sind da irgendwo 13 Schiffe mit den Schätzen des Kaisers, die nur gefunden werden müssen? Ja, und das weiß auch euer geschätzter Kunde. Hier, die Lampe. Voller mongolischer Schriftzeichen. Ganz bestimmt ein Geschenk von Kublai Khan. Das Licht des großen Khan hütet das Schicksal der 13. Marco Polo hat was in der Lampe versteckt. Ein Hinweis, wo seine Flotte geblieben ist. Spannend. Wir hauen den Typ übers Ohr. Keine Frage. Bist du dabei? Aber klar doch. Was soll denn schon schiefgehen? Oh je. Jetzt weiß ich, was schiefgehen konnte. Er war auf dem Weg dorthin und hat diesen Unfall gehabt. Und ich habe schon wieder blinzeln sehen. Statue einer zornigen Gottheit. Was hat die denn da alles in der Hand? Oh Gott. Ist ja ein irres Gerät. Ein Hut, ein Kopf, ein Messer, eine Machete, eine Perkussion, Trommel und ein Teller. Beziehungsweise vielleicht auch ein Schutzschild. Also das heißt, dieser Zugunfall war vielleicht gar kein Unfall, sondern ein geplanter. Oh Gott, der Arm. Aber wie konnte denn das so fest schlafen? Mein lieber Mann. Oh je. Kommt da vielleicht hier lang? Ja, bestimmt. Okay. Aber wie konnte er denn so tief schlafen und diesen Unfall nicht wahrnehmen? Ist man jetzt hier so umsonst hingekommen, oder? Also ich kann hier nicht viel machen, ehrlich gesagt. Wie konnte denn der Zug so weit abweichen? Sollte eigentlich nichts passieren. Rums. Also hier ist nichts los. Wie muss er da lang? Ich glaube, da muss er lang, tatsächlich. Das war knapp. Wie schnell das gehen kann, dass man von so einem großen Teil erwischt wird und sich das Bein bricht. Ich renne jetzt mal ins Feuer rein. Geil. Hier ist übrigens Öl überall.
Oder ist das Blut? Ich glaube, das ist Öl. Nein! Ich wollte da nicht rein. Ich wollte die Waffe. Und ein Schatz. So, was ist das? Wir untersuchen das nochmal. Saraswati-Statue. Also es sind wirklich indische Gottheiten hier. Die Musizierende. Ey, sieht auch gruselig aus, oder? So viele Hände. Meine Güte. Schon so viele Schätze ganz am Anfang. Jetzt ist wirklich die Frage, wollte Nathan jemand, Drake, jemand aufhalten? Ja, die Steuerung kennen wir ja, die ist ja die alte. Ach, das geht noch, okay. Auch noch eine Waffe. Das heißt, es kommen gleich ein paar Leutchen hier ran. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Sabotage war am Zug. Verschlossen. War ja klar. Ist ja kein Problem. Dann machen wir das Ding einfach mal auf. Oh shit. Wenn wir jetzt darauf schießen, ist wahrscheinlich das Spiel vorbei. Okay, wir haben R1 gedrückt und dann hat er nachgeladen. Perfekt. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Und wo müssen wir vor allen Dingen hin? Hey? Dieses Karma. Wollte gerade sagen, dieses Karma. Also es ist wirklich alles kaputt hier. Alles. Hier ist nichts übrig in dieser Landschaft. In diesen Bergen. Oh, sehr schön. Er lebt. Also das heißt, es war Sabotage am Zug. Und man hat versucht, ihn umzubringen. Hat ihm wahrscheinlich Schlafmittel gegeben. Ich weiß es aber nicht ganz. Ist das hier richtig oder was? Die Steuerung ist noch mir nicht ganz klar. Müssen wir jetzt da hoch oder? Ja, wir müssen da hoch. Mal hier kurz gucken, ob wir hier was haben. Na, komm mal. Achso, da soll er hochklettern. Boah. Okay. Nein! Er sollte doch da hochgehen. Oh Mann. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich nicht mehr da hoch. Nee, man kommt da nicht hoch. Ich glaube, man darf da gar nicht hoch. Ich probiere es nochmal mit Anlauf. Ah doch. Okay, gut. Dann bleiben wir nochmal ganz kurz hier unten, weil ich denke mal, dass sich hier auch Sachen verstecken. Also hier ist nichts. Okay. Warum kann man da nicht runter? Irgendwas brennt hier. Irgendwas brennt hier. Okay, hoch mit dir. Nathan Drake. Aber was für eine spannende Story. Oh, Junge. Ich muss da mal hochkommen mit Anlauf. Pass auf. Also, was für eine spannende Story. Dass der da versucht, also dass sie jetzt versuchen, dieses Teil zu bekommen. Und gleich geht's los. Und sich dann also diese Wunderlampe, sag ich mal, zu bekommen, wo dann eben die Gravuren drin sind und die Beschreibung, wo sich die 13 verschollenen Schiffe oder 12 verschollenen Schiffe befinden. Das finde ich sehr spannend und dass derjenige, der Kunstsammler, so nennen wir ihn einfach mal, der anonyme Kunstsammler, weiß, worum es sich da handelt und natürlich damit die anderen Schätze ausgraben möchte oder emporheben möchte aus den Meeren. Finde ich sehr, sehr spannend. Und jetzt
weil die sehr schlau sind und vor allen Dingen, also die drei, beziehungsweise unser Nathan Drake, sehr schlau ist, hat er das natürlich rausgefunden. Das war ganz schnell, weil er eben der lateinischen Sprache mächtig ist. Manchmal würde ich sagen, Kommunikation ist alles, aber Kommunikation ist tatsächlich alles und gibt es in jeder Form, leise, laut und so weiter. Also ganz, ganz spannend. Hä? Achso. Ach, jetzt sieht... Komischerweise kann er das nicht wegschieben. Wow. Geschafft. Hallo. So viel zum Vorspiel. Erklärst du mir vielleicht mal, was hier los ist? Du meinst mit Flynn? Ja, du hast nichts gesagt. So war's doch viel lustiger. Egal. Du bist nicht gerade das, was man leicht zu finden nennt. Besser als leicht zu haben. Oh, er ist eifersüchtig. Vergiss mal nicht, wer hier wen im Stich gelassen hat. Du hast gar kein Recht, eifersüchtig zu sein. Na, jetzt mal langsam, Chloe. Wenn es dich beruhigt, meine Beziehung zu Flynn ist rein geschäftlich. Ach ja? Meistens jedenfalls. Boah. Als mir klar wurde, dass er tatsächlich eine Spur hat, habe ich mir gedacht, du wärst gern mit von der Partie. Was hast du vor? Wie abgemacht. Wir ziehen es durch. Suchen die Schiffe und hauen mit dem Schatz ab. Mit Flynn? Mhm. Und dann? Und dann teilen wir alles durch drei und du und ich verschwinden. Zusammen, diesmal. Verstehe. Bis dahin darf er nichts von uns wissen. Der flippt aus vor Freude. Das wird er schon überleben. Vertrau mir. Alright. Wieder mal eine Retrospektive, die aufschlussreich war und eben genau das widerspiegelt, was wir eben besprochen hatten. Dass sie eben hinter dem Schatz her sind. Was ist denn jetzt da los? Hast du zu Ende geschlafen? Aber Nathan ist, oder Drake ist auch unverwüstlich. So, haben wir jetzt hier nochmal einen Schatz oder so, den wir jetzt mal hier, ich versuche mal gerade hier noch irgendwas herauszufinden. Kann er hier runter? Oh, das sollte er lieber nicht machen, glaube ich. Oder doch? Also eins wissen wir schon mal, wir hängen mal wieder über den Abgrund. Das ist ja auch geil. Hier blinkt nichts außer eine Lampe, dann gehen wir mal. Ich glaube, hier kommen wir jetzt nicht mehr raus, oder? Okay, die Musik ist aber nicht schön. Oh Gott, die Musik war hier gar nicht schön. Nein! Da musst du jetzt darüber springen. Ich fürchte ja. Ich probier's einfach mal. Also die Auswahl an Zügen ist hier wirklich nicht vorzüglich. Egal welche man nimmt, man ist am Abgrund. Oh je. Okay. Also ich bin froh, wenn wir hier raus sind aus dem Zugabteil. Genau deswegen. Oh Gott. Zumindest sind wir erstmal wieder auf festem Boden. Das ist schon mal was.
Guck mal, wenn ich springt, dann hüpft, ist er schneller. So. Packst du das auch? Mit einer Waffe ging's mir besser. Die brauchen wir nicht. Nur für den Notfall, mein ich. Flynn, das sind nur Museumswerte. Mit festgelegten Kontrollrouten, bleib cool. Bleib cool? Bleib cool? Warst du schon mal in einem türkischen Gefängnis? Wenn die uns erwischen, sperren sie uns ein und schmeißen den Schlüssel weg. Das ist dir doch hoffentlich klar. Das ist mir klar. Naja, dich macht sowas vielleicht an, aber mich nicht. Wir können uns keine Fehler leisten. Klar? Keinen einzigen. Wir sind da. Psst. Hier lang. Was machen wir, wenn sie die Wachen wechseln? Das sehen wir, wenn es soweit ist. Wir können doch nicht völlig planlos vorgehen. Ich bin nicht planlos, ich improvisiere. Ach, so nennst du das? Ja, ich bin anpassungsfähig. Anpassungsfähig? Was für ein Angeber. Da. Was habe ich gesagt? Dieser Gang führt uns direkt unter das Museum. Du hattest recht. Vertrau mir doch einfach, Kumpel. Okay, und den hier nehme ich. Und denk dran, wir kommen nur durch den Turm in die Ausstellung. Aber bei dem Flutlicht kommen wir nicht weit. Ich kenne den Plan. Sorg einfach dafür, dass der Strom aus ist, wenn wir den zweiten Hof erreichen. Die Lichter werden aus sein. Ich warte mit dem Wagen am Treffpunkt. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr rechtzeitig da wieder rauskommt, okay? In Ordnung. Okay, genug geredet. Packen wir es an. Chloe. Wir sehen uns später. Kann's kaum erwarten. Weißt du wirklich, wo es lang geht? Hast du Zweifel? Also ich finde, muss ja sagen, der bewegt sich jetzt viel besser irgendwie. Also der Nathan, der bewegt sich wirklich fantastisch. Kann da hoch zu klettern, okay. Ja, da wollte ich gerade gar nicht so gucken eigentlich. Ich wollte nur mal hier was schauen. Und so schnell, der ist so unheimlich schön wendig. So. Tja, wie er das macht, nach vorne zu scheinen und die... mit der Taschenlampe und trotzdem nach hinten dann das Licht abzugeben, ist schon nicht schlecht. So, wo ist denn jetzt unser Freund? Ein tolles Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Findest du geil, wa? So. Wo ist denn der Typ? Ich glaube, da hinten. Da hinten war er. Mal gucken hier. Ist wieder so unheimlich dunkel für mich. Sollte jetzt darüber kommen oder wie? Was? Also hier ist jetzt mal wieder nichts. Ja, der muss irgendwie darüber. Schafft er das? Nein. Das schaffen wir nicht, okay. So, mein Freund, wie bist du denn jetzt da hingekommen? Achso. Wahrscheinlich hier rüber.
Auch nicht. Na geil. So, dann gehen wir nochmal hier durch. Einmal hier hoch, bitte. Irgendwie ist der Typ da oben hingekommen. Ich glaube schon, dass wir da rüber müssen. Zack. Dann glaube ich hier lang, genau. Schade, hätte ich mal aufpassen müssen. Genau. Wie in alten Zeiten, oder? Ja. Wann waren die noch gleich? Wann die alten Zeiten waren? Eine sehr gute Frage. Nein, warte doch. Mann, da rennt der wieder weg, der Typ. Super. Warte mal. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. Okay. Los geht's. Danke. Kein Problem, sehr gerne. Für dich immer, Flynn Boy. Und hoch mit uns. Fast da. Bist du bereit? Und der Fleiß kein Preis. Wie sollen wir jetzt da hochkommen? Auf geht's. Ach, der ist ja kräftig, mein lieber Mann. Schon mal so einen Gullideckel angehoben? So einen kleinen, meine ich. Der. Alles klar. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz wieder umgucken. Das übliche Spiel. Vielleicht sind hier irgendwo Schätze versteckt. So wie dort zum Beispiel. Der kleine Taler. Byzantinische Goldmünze. Damals noch, so, wer ein bisschen umherguckt, sich auch mal über den Tellerrand hinaus informiert, wird schnell merken, was es so alles gibt. Ups, Allah. Okay. Greif mal die Leiter da oben. Du musst nicht durch dein Walkie-Talkie sprechen. Ja. Hab sie dir runtergeworfen. Hab ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Oh, das ist ja flott, der Mann. Okay, hier geht's zum Hof. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Spinnst du? Wir müssen das irgendwie ausstellen. Ja, mein lieber Mann. Machen wir doch gleich. So, da war ich wahrscheinlich hier schon richtig. Boah. So, nochmal da hoch, bitte. Oder war es hier vielleicht? Hier. Hier ist ja natürlich ein Feuerlöscher, brauchen wir hier, ist ja ganz klar. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo müssen wir lang. Also hier ist es schon mal nicht. Ich befürchte, dass es hier ist. Oh, das sieht aber schön aus. Ein böses Glasauge. Ein böses Glasauge. Uiuiui. Ist aber nicht schön böse. Böse.
weiß genau, dass ihr mehr seht als ich, aber ich sehe hier gar nichts. Das ist natürlich sehr, sehr unkomfortabel. Deswegen muss ich mir das mal genau anschauen gerade. So, da oben muss er bestimmt nicht lang, aber vielleicht hier runter. So, waren wir hier nicht eben? Weil da sind wir doch hochgekommen. So, Gott. Kann man hier abspeichern eigentlich? Ja, da kann man abspeichern. Perfekt. Aber wahrscheinlich ist es auch wieder nur so ein Checkpoint, den man abspeichern kann. Bin ich mir ganz sicher. Genau. So, und hier waren wir schon gewesen. Jetzt gucke ich mal erstmal nach, wo man hier was abschalten kann. Okay, da kommt er anscheinend nicht mehr rüber. So, von hier sind wir gekommen. Also wir müssen irgendwie hier ist ein Schalter, oder? Das ist nicht ein Schaltkasten. Okay, hier ist der Schaltkasten. Bringt uns aber anscheinend nicht so viel weiter. Hier kommen wir auch nicht weiter. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal abgeschickt. Was ist hier? Hier ist auch nichts. Okay. Also ganz verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Vielleicht hier hoch? Nee. So ganz gemach angucken, ganz ruhig, ganz ruhig. So, hier geht es auch nicht weiter. Das sind immer so die kleinen Momente, wo ich mir denke, hier bräuchte ich mal eine kleine Hilfe. Das wäre ganz nett. Oder wo man dann, wo ich dann auch gerne mal probiere, hochzuklettern. Ah ja. So, das hatten wir ja vorhin schon, aber vielleicht müssen wir ja genau hier hoch und irgendwie dort hoch oder so. Das sieht mir ganz danach so aus, aber wir haben auch keine Waffe, um irgendwie was genauer zu durchleuchten. Was war das denn? Gut, so, dann lass uns mal hier lang kuscheln. Vielleicht können wir ja irgendwie darüber. Also hier können wir gar nichts machen. Ey, können wir wirklich nichts machen. Anstatt also, da mir mal ein bisschen hilft, der junge Mann. Der hat da sonst immer so eine große Klappe. Der Flynn. So, wir müssen nämlich... Vielleicht ist das genau hier, wo wir hin müssen. Also hier ist es nicht, aber ich höre ein Geräusch. Hier ist wieder der Feuerlöscher. Und hier geht's hoch. Ah ja. Ja, ich habe schon gesehen, ich will trotzdem noch mal ganz kurz gucken. Nein, komm mal hoch, mein Kleiner. Wir drücken jetzt mal hier rauf. Ja, wo ist es denn jetzt? Jetzt ist es weg. Ach so. Ach, hier ist es doch. Meine Güte, ist ja wirklich schwer. Gleich hat das der kleine Mann. Ah, endlich. Hätte auch selber machen können. Hä, wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Boah.
ist ja ein Typ. Was macht denn der da? Also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Weil ich sehe null. Oh. Ey. Bei mir ist alles so dunkel. Gegenstand, um in Deckung zu gehen. Da! Okay, hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin noch hier, oder? Wollte ich gerade fragen, wie in alten Zeiten? Das ist ja, Die alten Zeiten, sagt er. Wir sind gerade mittendrin, stand nur dabei, mein Flinny Boy. Wo ist man jetzt lang? Oh Mann. Uiuiuiui. Wollt ihr nicht die Schätze hier gleich mitnehmen? Ein Hund, euer. Eine Erdbeere. Puh, der ist ja gruselig. Und ein Ring. Ein osmanischer Ring. Wahrscheinlich mit einem Smaragd drin und der ist aus Gold. Ganz klassisch. Alt und verschrumpelt. So, den haben wir. Dann muss ich mal gerade gucken. Ah ja, hier war's, okay. Abgeschlossen. Zum Glück super. Bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment! Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht an. Oh, klasse! Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Oh yeah. Es muss hier irgendwo sein. So, dann lass mich mal gucken. Der Verteilerkasten, so. Lass mich raten, der geht irgendwo da hinten hin, da hinten, da hinten, da hinten. Wahrscheinlich irgendwo hier. Oh nee, ich möchte jetzt nicht nochmal zurück. Oder ist der Verteilerkasten hier irgendwo? Ja, hab ich mir schon gedacht. Dieses kleine schwarze Ding da hinten. Hier sieht man es leider nicht mehr so gut. Da kann man doch hoch. Oder kann man da nicht hoch? Verstehe gerade überhaupt nicht die Welt hier. Warum folgst du nicht einfach der Leitung? Mach ich doch. Blöd, Mann. Welcher Leitung? Meint er den hier? Also hier kann ich nicht richtig sein, weil hier komme ich nämlich gar nicht zurück. Folgen Sie dem Stromkabel der Amazone. Das habe ich doch gemacht. Achso, da bin ich wahrscheinlich wieder zu voreilig gewesen. Jaha. Ich mache ja schon. Okay, die Tipps sind hier ganz schön penetrant. So, wir folgen jetzt einfach mal dem Kabel. Na super, ins Dunkle hinein. So, da oben ist das Kabel, das führt dann da. Und dann geht's hier runter. Da ist nochmal sowas. Aber hier kann man ja auch nicht hoch, von daher bin ich gerade ein bisschen überfragt, um ehrlich zu sein. Ach.
Achso, ich dachte, man könnte hier hoch, okay. Ah ja. Ach ja, da oben ist er also. Sehr gut. Das hätte man erstmal sehen müssen, tatsächlich. So, das sollte gehen. Gut, ich meine. Nee, du bist auf der falschen Seite, mein Freund. Aber mein Ernst, den Stromkasten gleich so in der Nähe zu machen, ist auch geil. Easy peasy. Mist. Den nehme ich. Wie denn? Um die Deckung zum zu verlassen, L nach vorne und drücken Sie kurz, okay? Okay. Nach vorne. Was muss man jetzt machen? Achso, fein unbemerkt drücken. Okay. Alles Licht so. Aus. Na, das ging ja schnell bei ihm. Das hätte ich jetzt nochmal gerne in Zeitlupe gesehen. Geil. Der Turm. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Oh je. Okay, dann los. Komm wieder hin. Wie jetzt? Wo ist er denn jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Ich bin hier fest. Ich komme nicht mehr weg. Oh je, ich hacke hier fest. Sind wir beide hier? Um sich eine Ecke zu bewegen. Achso, um eine Ecke zu bewegen, drücken Sie und so, okay. Das mache ich. Wir müssen auf den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Boah, das ist ein kleines Tor. Aber den haben wir eben da ganz niedlich ausgenockt. Normalerweise. Ich guck nochmal, ob hier irgendwas drin ist. Sorry, aber ich bin der Schatzjäger, nicht vergessen. Vielleicht hat ja einer mal eine Münze reingeworfen aus Versehen. So, das ist ja wunderschön hier, oder? Guckt euch mal das Ambiente an. Ein fantastischer Traum. So, hier kommen wir nicht hin. Das heißt, wir müssen hier irgendwo hochklettern. Leider hat er jetzt die Lampe ausgemacht und ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen auf den Balkon, hat er gesagt. Aber hier kommen wir nicht hoch. Und hier kommt er auch nicht hoch. Jetzt gucken wir mal. Ach, den Balkon meint er. Na schön. Oh je. Hä? Den hat jetzt keiner gesehen, oder was? Was sollen wir jetzt machen? Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ediyorum. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Okay. Yabancı. Puh, das war ja eine knappe Geschichte. Das ist ein schicker Security Service hier. Vardiyan ne zaman bitiyor? Daha çok var. 15 dakikaya kadar bitiyor.
Sen nasıl bu aralar? Okay, wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Wo denn? Wo ist der denn fast da? Der ist doch eben hier lang gelaufen. Gott. Oh je, das ist ja richtig aufregend. Rechts, du links, okay. Das heißt wahrscheinlich hier hoch. Ganz liebevoll umgenockt. Gute Nacht, Süßer. Okay. Ist hier noch irgendwas? Also der ist mir ein bisschen unvorsichtig, unser Drake. So. Müssen wir da schnell hoch, weil ich schon mal ganz vergessen habe, worum es hier wirklich geht. Ah, wir müssen da hoch aufs Dach, genau. Nee. Okay, ich muss gerade mal selber hier ein bisschen gucken, wo wir lang müssen. Ich glaube, jetzt sind wir am Arsch. Oh, oh, jetzt kommt er nämlich hier hin. Ja, okay, der kommt hier nicht mehr weg. Aber wie doof ist denn der? Jetzt sieht er, der sieht doch, dass da jemand ist. Ach so, wir müssen... Geil, wir mussten also hier lang. So, erzähl, wo geht's weiter? Entweder bin ich doof oder es ist nicht ganz leicht. Okay, wenn wir das anheben, können wir drunter durchkriechen. Hey, hey, nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Das habe ich auch schon von Weitem gesehen. Siehst du das? Flinny. Super, super Flynn. Muss ich jetzt da hoch, ja? Jetzt müssen wir wieder gucken, wo die Schlange hinführt. Boah, diesmal weiß ich gar nicht, wo es hingeht. Also irgendwie hier nach links. Nein, geht da rüber. Ah ja, hier ist ja schön gezeigt, wo man hin muss. Okay, ist aus. Jetzt können wir die Tür aufstemmen. Eins, zwei, drei. Ja. Und durch mit dir. Los, hast du's? Ja. Schnell. Okay, okay, los. Beeilung. Ja. Moment. Moment. Puh, sehr gute Arbeit. Okay, wir müssen über den Hof, um aufs Dach zu kommen. Okay, ich lass dich mal die Drecksarbeit machen. Genau. Selam, Arka. Geh zum Brunnen. Bu gece nasılsın? Yorgun, yarın geh zum Brunnen, sagt er. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie soll man das denn machen? Hat sie ihm geblinkt? Da hat sie geblinkt im Brunnen. Das nehmen wir uns gleich mal mit. Genau. Wir
wie er ihn schon angerempelt hatte. Oh Mann, ey. Gut, der Typ dahinter steht da auch. Silberne Gürtelschnalle. Und die sieht ja auch heiß aus, oder? Ich frage mich, ob es so echte Sachen auch sind. Also ich weiß, dass viele, dass die Wörter, die gibt es wirklich teilweise oder zumindest ja doch so Assoziationen, aber also mit den Goldschätzen, wo das Problem ist, dass ich nicht sagen kann, ob das echte Schätze sind, um die es sich hier handelt. Das wäre natürlich ein Traum. So, da hinten ist eine. Hä? Gute Nachricht. Oh. Hey, und transfer um am Spiel. Na super. Wie geil. Hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Warum guckt er da hinten die ganze Zeit die Wand an? Ninja-Experte, es muss ja soweit kommen. Pass mal den. Was hat er denn da? Sein Asthma-Spray. Oh mein Gott, wir haben ihn getötet. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster. Ach, du fragst so genau nach, ja. Da fragt er so genau nach die ganze Zeit, während wir ihn auch gefragt haben. Wo? Der weiß doch, wo es lang geht. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder? Natürlich. Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht dran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut, schalten wir die Typen aus. Buku tuları, bizim taşıma...